Hallo, ihr habt das B- oder C-Niveau und möchtet gerne euren Wortschatz erweitern und gleichzeitig den Grundwortschatz wiederholen? Dann ist das Video für euch. Heute ist unser Thema die Küche und ich werde ziemlich detaillierte Angaben machen über erstens die Küchenmöbel, zweitens die Küchengeräte und drittens die Küchenutensilien, also alles, was man braucht, um zu kochen. Außerdem werde ich im Laufe des Videos euch einen Tipp geben, wie ihr super diesen Wortschatz auswendig lernen könnt. Also bleibt dabei! Okay, fangen wir auf dieser Seite an. Ihr seht hier meinen Küchenherd, beziehungsweise nur die Herdplatte, weil das eine Induktionsplatte ist. Früher traditionell gab es eine Herdplatte oben und unten war der Herd. Aber jetzt gibt es einfach oder öfter eine Herdplatte, hier eine Und Induktionsplatte. Unter dem Herd gibt es Schubladen. Ich mache mal auf. Eine Schublade und gleich gehen wir darauf ein, was es in den Schubladen gibt. Und über dem Induktionsherd gibt es eine Abzugshaube. Und neben der Abzugshaube hängen zwei Schränke, zwei Hängeschränke. Auf dieser Seite seht ihr die Spüle. Ihr seht das Spülbecken und hier eine Abtropfplatte. Und unter der Spüle gibt es Schränke und auch wieder Schubladen. Hier der Schrank und hier die Schubladen. Die Schublade, die Schubladen. Und neben dem Schrank hier unten befindet sich die Spülmaschine. Die Spülmaschine, die Spülmaschinen. Okay, und hier auch unter der Spüle. In der ersten Schublade befindet sich das Besteck. Das Besteck ist alles, was man braucht, um zu essen, also die Gabel. Die Gabel, die Gabeln, das Messer, die Messer. Wir haben hier so ein scharfes Messer. Einer scharfen Klinge. Damit kann man gut schneiden. Und wir haben auch sogenannte Buttermesser. Ja, damit kann man Butter gut schmieren. Das Messer, die Messer. Und natürlich der Löffel, die Löffel. Das ist der große Löffel oder der Suppenlöffel. Und kleine Löffel. Oder Dessertlöffel. Und auch kleine Gabeln bzw. Kuchengabeln. Die Kuchengabel. Die Kuchengabeln. Und hier haben wir auch noch Besteck aus Plastik für Kinder, für die Kleinkinder. Und hier noch einige Utensilien, die man oft benutzt, zum Beispiel der Kartoffelschäler. Die Kartoffelschäler, die Knoblauchpresse, die Knoblauchpressen. Auch sehr wichtig, der Weinring, ja, das macht man auf die Weinflasche drauf und dann tropft der Wein nicht. Und der Dosenöffner, die Dosenöffner. Und was haben wir noch? Ein Taschenmesser, glaube ich. Ja, genau, ein kleines
Taschenmesser. Okay, das war das Besteck. Und hier gibt es auf der linken Seite auch einen Hängeschrank. In der Ecke befindet sich die Kaffeemaschine. Und in der Mitte gibt es einen Kühlschrank. Und neben dem Kühlschrank ist die Mikrowelle, die Mikrowellen. Und unter der Mikrowelle gibt es einen Ofen. Okay, hier habe ich gesagt, gibt es den Kühlschrank. Das ist ein Einbaukühlschrank und darunter befindet sich auch das Eisfach, der Gefrierschrank. Hier haben wir die Kaffeemaschine und über der Kaffeemaschine die Kaffeemaschine und über der Kaffeemaschine hängt der Kalender. Okay, und drehen wir uns weiter. Hier gibt es eine Glastür und ein Fenster zum Wohnzimmer. Das spiegelt jetzt ein bisschen. Und hier haben wir eine Sitzecke mit Hockern. Die Hocker. Und die Küchenoberfläche hier funktioniert auch als Tisch. Ja, hier kann man frühstücken. Und über dieser Frühstücksecke hängen zwei Lampen, zwei Hängelampen. Und hier in der Ecke gibt es noch einen Toaster. Ja, der Toaster, die Toaster. Okay, das waren alle Küchenmöbel und Geräte. Kommen wir jetzt zu den Utensilien, zu den Küchenutensilien. Also alles, was wir brauchen, um zu kochen. Bleiben wir hier in dieser Ecke. Ihr seht schon, hier hängen viele Utensilien. Und ich gehe sie der Reihe nach und gebe euch Artikel und die Pluralform. Hier haben wir eine Fleischzange, die Fleischzange, Zangen. Hier sind verschiedene Pfannenwender. Der Pfannenwender, die Pfannenwender. Hier ist ein Rührbesen, der Rührbesen. Und das ist ein Flaschenöffner. Der Flaschenöffner, die Flaschenöffner, die Reibe, so Käsereibe, die Käsereibe, die Käsereiben. Hier haben wir die Schere, die Scheren und das Tee-Ei. Ja, hier kann man Tee reinmachen. Das Tee-Ei, die Tee-Eier. Danach das Sieb, die Siebe. Und dahinter gibt es wieder eine Fleischzange. Und daneben einen Schaumlöffel oder Schaumlöffel nennt man das, glaube ich. Genau, der Schaumlöffel. Und dahinter eine Nudelkelle oder Spaghetti-Kelle. Okay, hier ein kleiner Tipp, wie du einfach diesen Wortschatz auswendig lernen kannst. Und zwar nimmst du dir Post-its, ja, so kleine Post-its, und schreibst dort den Namen des Gegenstandes auf. Hier zum Beispiel habe ich geschrieben, die Schere, die Scheren, also mit Artikel und Pluralform. Und du klebst es an den Gegenstand, an die Sache.
Du kannst ja einfach neue Wörter aufschreiben, neuen Wortschatz, den du gerade gelernt hast und lernen möchtest, oder natürlich auch Wörter, die du immer vergisst, ja? Und dann klebst du sie an den Gegenstand und nach ein paar Tagen kannst du sie abnehmen und schaust dir alle Wörter an, alle Post-its an und überlegst, ob du weißt, welcher Gegenstand ist. Und wenn du alle weißt, super, du hast alle gelernt. Wenn nicht, klebe sie wieder an den Gegenstand, warte eine Woche und wiederhole alles. Also wiederhole, ob du sie gelernt hast. Das ist übrigens auch ein Tipp aus einem Video von mir. Das Video heißt 10 Tipps, um einfacher und schneller Deutsch zu lernen. Und ich verlinke dir hier dieses Video. Wenn du Lust hast, dann schau es dir doch an. Und dann brauchen wir natürlich, um zu essen, brauchen wir Essen und Trinken, brauchen wir natürlich Tassen, die Tasse, die Tassen, das Glas, die Gläser. Und hier oben haben wir noch Espresso-Tassen mit Untertassen. Und ganz oben seht ihr Teller, der Teller, die Teller und eine Teekanne, die Teekannen. Okay, gehen wir weiter hier runter. Hier haben wir auch noch wichtige Sachen und zwar Schneidebretter. Das Brett oder das Schneidebrett, die Schneidebretter, ein großes und ein kleines. Das Tablett, die Tabletts. Hier haben wir die Küchenrolle, das Küchenpapier und die Küchenpapierrolle, die Rollen. Und hier auch sehr wichtig, die Messer, das Messer, die Messer. Und es gibt verschiedene Messer. Hier haben wir zum Beispiel ein Brotmesser und das ist der Griff und das ist hier die Klinge. Und wir sehen hier, an der Klinge gibt es eine Säge, um Brot zu schneiden. Und auch ein Gemüsemesser, um Gemüse zu schneiden. Das Messer, die Messer. Immer, wenn die Endung er ist, Plural ist auch er. Das Messer, die Messer. Okay, gehen wir weiter. Und zwar hier unter der Herdplatte befinden sich, habt ihr gerade schon gesehen, die Pfannen. Hier haben wir die Pfanne, die Pfannen. Okay, und hier haben wir die Teller. Der Teller, die Teller. Und auch für die Kinder Plastikteller, Keramikteller und Schüssel, Müsli-Schüssel, Frühstücksschüssel, um Müsli zu oder Cornflakes zu essen. Und natürlich, ganz wichtig, die Töpfe. Der Topf, die Töpfe in verschiedenen Größen. Das ist der Deckel, die Deckel und der Topf, die Töpfe. Wir haben hier unter dem Herd noch einige Utensilien, die man nicht so oft vielleicht benutzt. Und zwar haben wir hier Klarsichtfolie, Aluminiumfolie, das ist immer feminin, die Folie, die Folien. Und zum Backen Backpapier, das Backpapier. Hier habe ich Gefriertüten, die Tüte, die Tüten, Papierservietten, die Serviette, die Servietten. Und hier gibt es Handtücher, Küchentücher zum Abtrocknen. Und hier ein Handschuh für den Ofen. Ja, ein Ofenhandschuh, um sich nicht zu verbrennen. Und hier noch viele Utensilien,
die man vielleicht nicht so oft braucht. Eine Suppenkelle, ein Schneebesen, die Kelle, die Kellen, der Schneebesen, die Schneebesen, ein Eierschneider, der Eierschneider, der Kartoffelstampfer, der Pizzaschneider und hier die Gummis, der Gummi, die Gummis. Und ich glaube, das ist alles. Okay, schauen wir jetzt hier zu der Spüle. Wir sehen hier der Wasserhahn, die Wasserhähne. Und hier ist die Seife, der Seifenspender. Und das ist das Spülmittel. Die Spülmittel. Und hier haben wir Produkte, um zu spülen. Und zwar der Waschlappen, der Schwamm, der Küchenschwamm, die Schwämme und die Küchenbürste oder die Spülbürste, die Spülbürsten. Was hätte ich vergessen? Sehr wichtig. Unter der Spüle haben wir den Mülleimer, ja, also der Mülleimer, die Mülleimer. Und hier ist der Restmüll, also für die gelbe Tonne. Und hier ist der Abfall. Und hier ist Recycling, also Papier und Glas. Und hier haben wir einfach Mülltüten oder Tüten. Und hier ist eine kleine Schublade mit dem Spülmittel und Putzmittel um verschiedene Sachen zu reinigen. Also das ist hier zum Beispiel für den Herd und hier ist um Flecken aus Kleidung zu säubern. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich zeige euch hier jetzt noch die wichtigsten Wörter vom Video. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja das Video pausieren und dann macht ihr ein Foto von den Wörtern oder ihr schreibt sie ab. Okay, viel Spaß beim Lernen, macht's gut!